Wir wurden nach Han-Sur-Nit geschickt, um das Dorf von den US-Truppen zu säubern. Unser Ziel ist ein stark befestigter Brückenkopf im Norden. Unsere Artillerie feuert schon den ganzen Tag auf die Westseite des Flusses. Keine Ahnung, ob wir jemanden erwischt haben. Aber es soll schon heftige Kämpfe im Ort gegeben haben. Jetzt müssen wir alles daran setzen, die US-Truppen auf die andere Seite zurückzuschicken. Es wird schon gut gehen. Ja, liebe Leute, und damit recht herzlich willkommen zu Combat Mission Final Blitzkrieg. Ja, stellt euch vor, ist gerade abgecrashed. Ich habe schon eine Aufnahme gemacht, eine halbe Stunde lang. Alles futsch. Deshalb fange ich jetzt hier nochmal an. Wir gucken uns nochmal den Zug in der Wiederholung der letzten Phase an. Also einmal hier haben wir ja noch die Probleme. Da haben wir tatsächlich einen Panzer gesichtet. Unser Panzer Vierer fährt ja jetzt da an die Hausecke ran. Unterstützt von zwei Speeren. Jetzt kommen sie. Wir werden dann dort den Sherman unter Beschuss nehmen. Dir gefällt das Video? Dann lass mir ein Like und ein Abo da. Aktiviere die Glocke, so verpasst du niemals mehr neuen Content. Und wie wir schon wissen, auch zweimal treffen. Das ist übrigens kein Soundbug, wenn wir hier erst den Schuss sehen und dann das Knallen hören. Hier wird sozusagen perfekt, je nach Distanz und je nach Wetterlage, wie soll man sagen, der Schall simuliert. So, jetzt geht hier die Gewehrgranate hoch und zerreißt leider zwei unserer Speer. Ne, nicht nur eine, mehrere. Aber hier ist sehr schön, wir haben hier einen Sherman ausgenockt. Wir wollen uns jetzt mal um den zweiten Sherman kümmern und gleichzeitig diese Stellung dort oben stürmen und auch diese hier jetzt wirklich mal in Angriff nehmen. Und damit gehen wir jetzt rein ins ganze Getümmel. So. Ich wollte noch mal kurz was erklären zu der Panzerung. Wir haben hier einmal Beschuss von vorne, von den Seiten, von hinten und von oben. Das hier stellt eine Heat- oder auch Panzerabwehrwaffe dar, und dagegen sind wir ganz schlecht gepanzert. Gegen herkömmliche Geschosse, Anti-Tank aus anderen Panzern, bis 88 mm, weiß ich nicht, sind wir hier vorne noch mäßig geschützt und auch hinten noch mäßig, aber an den Seiten sieht es, von vorne und von oben, so wird ein Schuh draus. Von hinten sieht es ganz schlecht aus und auch von den Seiten sieht es schlecht aus, aber vorne und hinten ist es noch immerhin mäßig. So, dann haben wir hier kleinere Panzerabwehrkanonen, vorne einigermaßen gut, von den Seiten und hinten eher mäßig und von oben auch noch bisschen Panzerung. Und das hier sind die normalen Maschinengewehre, Gewehrgeschosse. Da sind wir vorne und von oben sehr gut gepanzert und von den Seiten und von hinten eher so mäßig. Ja. Ansonsten sind die Sachen ja doch ziemlich selbsterklärend hier in dem guten Menüs von Combat Mission seit den ersten Teilen, wie ich finde. Aber lang genug geredet. Jetzt geht's mal los. Wir fangen mal hier an auf der rechten Flanke. Die haben jetzt mal den Auftrag, diesen Hof hier zu stürmen. Also die sollen einmal hier schnell rüber und dann von dort aus bis in den zweiten Stock stürmen. Die sollen hier hinlaufen. Die sollen dorthin. Beziehungsweise dorthin. Und das HQ von denen hier geht dann auch eiligst bis da. Oder? Doch. So. Und ihr macht mal hier im Jagdmodus. Geht mal bis hier. Und bis hier. Da kommt ja noch ein weiteres Sturmgeschütz, ist ja hier noch auf dem Weg.
bis da, warum ist der so lahm? Gut, zu wem gehört der nochmal? Ich vergesse es jedes Mal eigentlich. Ach, das sind die Mörser. Na gut, die sind so ziemlich autark. Die können wir auch hier mal in den Kampf stecken. Etage 2. So, die sollen hier jetzt mal raus zu den Panzern. Die haben nämlich gar keinen Sichtkontakt mehr. Hier ist unser Kompanie-Hauptquartier. Das lassen wir da mal. Das ist da gut aufgehoben. Ziemlich zentral. Aber die haben keinen Kontakt zu ihrem Kompanie-Hauptquartier. Die sollen hier mal zurück und hier rein. Die nützen uns da eh nichts. Die bleiben noch hier, bis sie sich beruhigt haben. Pardon. Ja, und die müssen hier weg. Oder der eine hier muss da weg. Der macht noch Pause. Aber dann sollt ihr bitte schön von hier aus stürmen. Wenn wir das Gebäude haben, dann können wir hier gegen diesen Stützpunkt vorgehen von zwei Seiten. So, habe ich jetzt alles gemacht. Jetzt verliere ich gerade selbst ein bisschen den Überblick. Der Panzer. Ja, genau. Was soll das denn? So. Also ich hatte eben auch, bevor das abgestürzt ist, ganz komische Bugs. Da hatten die Trupps Befehle hier überall so, hier und da. Wurden die hin lokalisiert, ohne dass die dann... Ohne dass ich die Befehle gegeben hatte. Und der Panzer auch ganz merkwürdig ist hier so quer lang gefahren, ja. Nee, warte mal. Also, du bist zwar aufgebracht, aber du bleibst jetzt doch mal hier. Wir brauchen dich. Und zwar, aber du sollst nicht... du sollst weiter hier langsam vorkriechen. Und zwar bis hier. Ja, oder wo kann man diesen Panzer sehen? Die Frage ist halt... Also, ich würde jetzt gerne mit dem Panzer... Dann bring ich halt in Sicherheit. So, ich würde jetzt halt gerne mit dem Panzer 4 hier nochmal um die Ecke fahren. Ein kleines Stückchen. Aber gerade so weit, dass ich den Panzer da sehe... Ich brauche halt einen Spotter. Also wenn der hier hingeht, dann bringt der ja auch nichts. Wenn der dahin läuft, kommt vielleicht wieder die Gewehrgranate. Ich riskiere es. Der soll dahin. Und der soll jetzt mal... Ist wahrscheinlich der Panzer sowieso schneller. Bis dort und dann sofort Blickrichtung nach da. Ach, ich möchte jetzt gerne... So. Ja, und ihr hier, euch brauche ich da auch nicht mehr. Wer bist du nochmal? Ach so, von denen. Ja gut, das muss da jetzt mal rüber rennen. Zweite Etage. So, und die können wir hier nochmal stehen lassen. Mit denen versuchen wir jetzt aber mal hier einen Sturm nach da. Also einen Sprint, besser gesagt. Dann nach da und dann nach da. Von da aus werdet ihr auch den Sturm wagen bis in Etage 2. Der Eingang ist dort, beziehungsweise hier. Wahrscheinlich werden die dann hier rumgehen. Deswegen besser so. Ich habe das Gefühl, hier hinten ist noch irgendwas. Gut, so sieht's aus. Wir gucken nochmal von oben.
Sieht man ein bisschen schlecht die ganzen Striche. Jetzt sieht man sie gar nicht mehr. Okay, einiges an Befehlen. Dann machen wir mal ausführen. Ja, die müssen hier Stellung halten. Und ausführen. So, ich mache es jetzt mal so, wir gucken einmal immer erstmal von oben und dann gehen wir nochmal ein bisschen näher rein mit der Kamera. So, warum fährt er nicht? Wow, da hat es den nochmal völlig zerlegt. Wahrscheinlich irgendwie Munitionslager. Sehr schön, wir haben hier den nächsten Punkt gleich. So, jetzt werden wir auch noch aus der Richtung geschossen. Ganz blöd. Ganz blöd. Na, jetzt wird es auch mal Zeit, dass die hier mal Feuer erwidern. Sperrfeuer geben. Okay, die sind bedient. Die haben jetzt hier erstmal die Schnauze voll. Wer schießt jetzt hier? Das gucken wir uns gleich noch genau an. Da kommt unser Sturmgeschütz rangekrochen. Okay, das gucken wir uns nochmal an. Okay, also da ist einiges los da oben. Scheinbar ist ein Ami getroffen worden. Eigentlich müsste ich jetzt hier auch mit denen hier reingehen. Ja. So, die sind ja hier, die haben das Gebäude da gestürmt. Schön, das hat geklappt. Jetzt gucke ich aber nochmal, können wir da irgendwie sehen, was da hinten wirklich explodiert? Können wir das genauer sehen? Nee, da haben wir auch keinen Blickwinkel drauf. Sehr schön. Sieht einfach nett aus. Nett gemacht. Gut, okay, weiter geht's. Wir versuchen mal hier jetzt schnell hinzukommen. Nee. So schon mal gar nicht.
zwar so und dann bitte stürmen. Ah, wieso können die nicht stürmen? Muss ich die irgendwie aufteilen? Es ist das, was ihr wollt. Kann ich auch nicht. Na gut, dann sprinten wir da hin und dann gehen wir da rein. So, und zum Schluss nehmen wir uns dann hier die Ecke ein. Ja. Was war mit euch? Weiß ich nicht mehr. Auch geil. Ach so, die machen noch Pause. Die aber nicht. So, dann machen wir die Pause jetzt. Können wir mal beenden. Der Spotter. So, wenn du da bist, ups, dann mach doch mal bitte Sperrfeuer. Ach, das macht er schon von alleine. Vielleicht lieber nicht den Befehl geben, weil er sonst noch, unsere Leute trifft, wenn die dann von links kommen. Boah, irgendwie, also ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber irgendwie finde ich diese Mission äußerst anspruchsvoll. Echt gerade ein bisschen überfordernd. So, wo ist jetzt hier die Truppe? Da. Ermüdet, erschüttert. Gut, dann wartet da erstmal ab. Während wir hier weiter vorangehen. Gut, also so versuchen wir es mal, das jetzt hier zu nehmen. Die sollen sich ausruhen und dann das Haus stürmen. Ich weiß nicht, was mit denen hier ist. Warum sind die hier raus? Oder bin irgendwie gerade ein bisschen neben der Spur. Was mit euch? Nix. Gut, dann ausführen. So, einmal aus der Vogelperspektive. Oh, da rennt einer auf der offenen Straße rum. Aber zum Glück haben wir hier noch den MG-42er stehen. Trefferräder. Ja, jetzt wird es natürlich heikel hier für den. Ist noch okay. Nochmal Trefferräder. Oh, hier geht's ab. Shit. Die brechen ab. Ja. Aber komplett im Kreuzfeuer hier. So ein Mist. Das ist doch nicht wahr. Warum? Okay, so wird das nichts, Leute. So wird das nichts. Was mit euch jetzt? Die gehen jetzt rein. Leute, die gehen jetzt rein hier. Jetzt wird's krass. Oh, die haben das Gebäude gestürmt. Wunderbar. So. Karten sind neu gemischt. Wir haben jetzt hier den Überblick auf diesen letzten Punkt. So, die müssen sich jetzt hier erstmal. Also hier ist ja eine ganz üble Stelle und ich bin da auch irgendwie, hab da auch keine Geduld irgendwie richtig für. Das ist nicht so gut. So, warte mal.
So, die kriegen einmal Beschuss. Da gibt's denn das? Ja! Den haben wir. Das hat die Netz aber aufgehalten. Und die werden von da hinten beschossen. Okay, so war's. Ja, ganz blöd. Und da aus dem Haus auch nochmal. Yes, und da haben wir noch einen erwischt. Jetzt wird es gestürmt. Trefferräder. Okay, Trefferräder ist aber keine Beschädigung. Ketten sind noch okay. Noch mehr als okay. Noch grün. So, damit geht's weiter. Ach, warte mal. Jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Was ist denn jetzt hier passiert? Ein Scharfschütze? Wieso? Warum hat hier niemand... Was habe ich? Habe ich hier geschlafen oder was? Die, ihr sollt stürmen. Ich hätte das befohlen. Was passieren denn hier heute für komische Sachen, sag mal? Oder ich passe einfach nicht auf. Wir warten jetzt hier, bis das Gebäude uns gehört. Wir kommen ja ansonsten da ganz gut voran. So. Du wirst jetzt dazu stoßen. Müsste es eigentlich da durchwalzen können. Ich brauche eine neue Tastatur, Leute. Ey, meine Hände schlafen gleich ein. Oder meine Hand hier, meine linke. So, und jetzt hier bitte schnell in Etage 2. Hier auch schnell in Etage 2. So, die stürmen da weiter. Und dann sollen die anschließend mal Blickrichtung... in die Richtung werfen. Nein, ihr sollt nicht da hinten hinkriechen. Sag mal, was ist denn das? Und wo gehen die jetzt hin? Ach so, da. Ja, das passt noch. Gut, dass ich die hier hatte. Puh. Dann bitte mal schnell in die Etagere 2. Und du bitte auch mal hier nach Etage 2 ganz schnell. Ach, warte mal. Jetzt, oder habe ich hier... Ach so, wenn ich die doppelklicke, klar, dann habe ich teile ich natürlich einen Zugbefehl. Deshalb habe ich hier andauernd so seltsame Dinge. Das ist natürlich Blödsinn. Also nochmal... Jetzt habe ich es. Ja, ja, jetzt ist es angekommen. Etage 2. Da bleiben. Und Blickrichtung. Ach, jetzt muss ich das nochmal machen. Ach. Ganz ruhig. So, ihr dorthin. Und stürmen. Beide Gebäudeteile. Ja, so können wir es machen. Dann lassen wir es mal ab. So, wir gehen einmal hier erstmal auf die rechte Flanke. Was passiert denn hier? Okay, die halten den unter Sperrfeuer. Hier kommt jetzt, schauen wir jetzt die Sturmtruppen. Hier wird irgendwas plattgewalzt. Oder auch nicht. Der kann noch schießen, Leute.
Boah, spannendes Gefecht jetzt hier. Gegen den Sherman. Komm, das hältst du ab. Motor ist Schrott, ist egal. Ah, das war Mist. Boah, wie heftig. Was für ein Duell, das gucken wir uns nochmal an. Ich dachte, der Spotter hätte ausgereicht. Also, den sieht er nicht. Der der Spotter ist platt, alles klar. Jetzt fahren wir hier ein bisschen zurück und walzen den nochmal platt. Oh nein, da fährt er auch noch direkt rein. Jetzt haben wir den ersten kassiert. Den nächsten kassiert. Wow. Okay, dann ist es klar, dann... Warum seid ihr eigentlich nicht weitergefahren? Okay. Ach so, war noch Wiederholung an. Okay. Alles gut. Pause macht ihr mal aus jetzt. Du Scheiße, ey. Hat's den zerlegt hier. Der steht da ja 1A, ne? So, sag mal, wie kann ich hier mich rantasten, ohne dass der gleich in Flammen aufgeht? Kann ich hier die Mauer eigentlich durchwalzen? Dann fahren wir erstmal bis hier. Und dann vielleicht hier durch. Und schwenken dann nach links. Den holen wir uns. Den Mist. Gut, und hier oben läuft es aber. Also rot heißt, hier haben wir schon Ketchup. Nee. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt gerade? Sehen wir das eigentlich irgendwie? Nö. Na gut. Und das haben wir auch schon mal eingenommen. Wunderbar. Das ist ja ganz reizend. Dieses und dieses Gebäude, das ist noch mit großen Fragezeichen verbunden. Okay, Leute, danke für die Aufmerksamkeit. Ich mache hier mal einen Cut und beim nächsten Mal werden wir sehen, wie wir den Sherman hier grillen. Den werden wir zum Kochen bringen. Also, macht's gut. Bis dahin. Euer Brains. Dir gefällt das Video? Dann lass mir ein Like und ein Abo da. Aktiviere die Glocke, so verpasst du niemals mehr neuen Content.